Ja, klar. Was geht ab? Ich bin der Hub. Heute seht ihr mich mal in einem etwas anderen Look. Wir sind heute in Oberhausen und gehen zur Comic- und Manga-Con in Oberhausen. Ich bin heute mal zu etwas späterer Stunde unterwegs, weil tatsächlich das letzte Mal, als ich hier war, wir stellen euch mal kurz ab, das letzte Mal, als ich hier war, oder eher als ich in Düsseldorf war, war es viel zu voll. Ich muss gleich auch unbedingt noch mal die Kamera umstellen, denn sie ist wirklich schlecht eingestellt. Ich bin viel zu überbelichtet. Aber wir gehen jetzt mal da in die Richtung. Da ist die Con und wir nehmen euch mit. Jetzt bin ich, würde ich sagen, ein Ticken besser belichtet. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr allein unterwegs seid, orientiert euch an sowas hier zum Beispiel. Der Laden Bangkok oder an Kirchen, die sind auch sehr, sehr gut geeignet. Weil ihr müsst euch ja irgendwie zurechtfinden und könnt nicht die ganze Zeit auf Google Maps gucken. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir sind angekommen. Da hinten sind ganz, ganz viele Cosplay-, Anime-, Manga-Freunde. Ich habe auch schon auf dem Weg hierhin einige gesehen. Wir gucken jetzt mal, ob wir im First Hit reinkommen. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Vorne ist auch schon irgendwie Polizei. Ich hoffe, dass da nichts passiert ist. Natürlich, gerne. Da wird man auch schon nach den ersten Bildern gefragt. Das Wetter ist auch echt schön. Eigentlich sollte es heute regnen, aber Sonnenschein, Leute. Wir gehen jetzt mal rein auf die Con und gucken mal, wen wir dort alles entdecken. Hallöchen, das ist auch ein cooles Cosplay. Danke. Das ist doch wieder der Resident Evil Stand, oder? Eigentlich. Ja, ich bin Batman mit den anderen. Batman? Ja. Ja, die anderen sind gerade drin. Also wir haben noch eine Harley und einen Pinguin. Echt? Ja, ja. Oh, ich sehe auch die Harley im Fenster. Ah, genau, deswegen so. Aber die holen sich gerade was zu essen. Ach so, ist sehr voll heute oder geht's? Ich war ja noch nicht drin, keine Ahnung. Ach so, bist ja die ganze Zeit draußen. Ja, ich halte hier die Stellung. So muss das. Extrem viele Fotos schon hier auf dem Platz. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele noch ein Foto wollen. Wir gehen jetzt gleich aber erstmal rein und checken die Con aus. In Oberhausen war ich bisher auch noch nicht sehr, sehr oft. Erstmal, Leute, guck mal, wir haben hier jemanden getroffen. Willst du, sorry, dass ich immer ein bisschen brauche mit Tatzen, ist immer ein bisschen schwierig mit der Technik. Willst du dich kurz vorstellen, wie dein Name ist? Ich bin Ash. Ich habe einen Fursuit, das ist ein Coyote. Das ist ein Coyote. Der ist halt nicht dabei. Aber heute bist du jemand aus Genshin Impact, ja, aus Genshin. Cosplay. Komm, zeigen wir euch einmal komplett. Seht euch das Outfit mal an. Wunderschön. Wunderschön. Willst du noch was von dir erzählen? Woher kennen wir uns? Anscheinend von der Chizu, lustigerweise. Oh, die Chizu, Leute, unglaublich lange her, noch vor Corona, momentan gefühlt tot, aber sie soll ja wiederkommen. Bist du dann auch wieder dabei? Definitiv. Ein Coyote. Warte, beschreib noch mal das Aussehen. Ich kann es dir zeigen. Du kannst mir zeigen. Bup, bup, bup. Ja, ohne Spiegelung am besten. Perfekt, ja, ich erinnere mich. Sehr, sehr schön, dass man sich hier wieder sieht. Ja, ich meine, das waren ja auch meine First-Suit-Anfänger, also die ersten. Da ist das Gedächtnis auch gut. Ja, das war auch mein erster, seitdem kamen auch wieder ein paar mehr. Ah, echt? Wie viel hast du denn? Ich hatte einen gebaut, den hatte ich verkauft, hatte ich noch einen gebaut und jetzt hänge ich am nächsten wieder dran. Eieiei. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann wir den sehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Con. Ich gehe mal rein. Viel Spaß euch noch. Tschüssi. Ha. Auf jeden Fall das neue Vlogging-Setup. Viel zu schwer.
Birdies. Wir haben noch einen Furry getroffen. Yay! Willst du dich auch mal kurz vorstellen? Wie ist dein Name? Ich bin der Thomas oder auch gerne Streuner und heute leider mal ohne Fursuit unterwegs, aber bei der nächsten Convention vielleicht in 2 Wochen, wenn wir da sehen und uns da treffen, dann auf jeden Fall mit Suit. Welche Con ist das denn in 2 Wochen? In Düsseldorf. Glaube ich auch vom selben Veranstalter. Ja, ist auch wieder Comic- und Manga-Con. Stimmt, welche Spezies bist du eigentlich? Ein Hirsch. Wunderschön, ich bin wahnsinnig gespannt. Heute leider nicht da, wegen ein bisschen Bauarbeiten, ne? Ja. Dir eine schöne Con und viel Spaß hier auf der Comic- und Manga-Con. Ich danke dir. Leute, ich bin jetzt quasi einmal durch die Con gegangen, einmal drumherum. Da zeige ich es euch mal kurz. Da ist die Haupthalle. Hinter mir dieser Bereich, das ist hier noch so eine kleine Zweithalle. Hier ist es so ein bisschen leerer und kühler, was ganz nice ist. Ich habe auch schon 2 Furries getroffen, beide Non-Suiter. Ich bin mal gespannt, ob wir noch ein paar Fursuiter treffen. Der eine sagte mir auf jeden Fall schon mal, dass hier 3 Fursuiter rumgelaufen sind. Vermutlich haben wir sie verpasst, denn es ist jetzt 13.40 Uhr oder so. Wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal kurz durch die Halle und dann gehen wir wieder nach draußen und gucken mal, ob wir da noch jemanden finden. Und wenn nicht, dann war es das tatsächlich auch schon heute mal. Ein ganz kurzer Vlog, aber ich kann auf jeden Fall sagen, Comic-Con Oberhausen, genauso klein und groß wie die anderen. Vielleicht ein Ticken kleiner, aber nicht zu voll. Es ist sehr angenehm und ich musste nicht lange warten. Naja, bis gleich dann. Seht ihr die Con? Ich bin jetzt 2-mal über die gesamte Con gelaufen. Für mich gibt es natürlich mal wieder nicht so viel zu kaufen, also nicht so viel Interessantes, aber wenn ihr Mangas, Animes, Comicfiguren oder sonstigen Merch haben wollt, hier gibt es teilweise ein bisschen günstigere Preise als auf den großen Cons. Also Comic- und Manga-Con in Düsseldorf, in Münster und halt auch in Oberhausen, das ist schon echt, echt cool. Und guck mal, wie voll es ist. So viele Leute, da ist der Hauptraum, da hinten ist der Nebenraum. Und wir gehen jetzt noch den großen Mann da vorne suchen und probieren ihn mal zu filmen, deswegen kommt mal mit. Krasseste Cosplay. Ja, du bist so groß. Oh mein Gott, du siehst so cool aus. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Guckt euch mal an, wie cool dieses Cosplay ist. Ja, wie groß er ist. Wie groß bist du? 2 Meter? 2,50 Meter. Oh mein Gott, wie gigantisch. Guck einfach mal, wie gigantisch groß. Du siehst mega aus. Und wie kommst du durch die Hallen oder wirst du alle 2 Minuten auf ein Foto gefragt? Ich komme gut durch. Ist das deine erste Comic- und Manga-Con oder zweite oder dritte? Das die erste in dem Kostüm. Oh, glaube ich dir. Da unten sind Stelzen, oder? Ja. Wow. Ja. Bitte schön. Man muss sich ja immer helfen. Dir noch eine schöne Con. Krass ist das Cosplay hier auf jeden Fall. Der Typ.
anderen Cosplays auf jeden Fall auch ganz gut. Aber es geht natürlich professioneller und besser. Schade ist, dass ich bisher immer noch keinen Furry gesehen habe, also keinen Fursuiter. Was auch schön ist, es gibt da einen Aufzug für die Behinderten unter uns, zu denen ich auch zähle, weil ich echt schlecht sehe. Aber wir gehen jetzt erstmal raus, abkühlen. Mir ist nämlich echt heiß. Wir sind quasi am Ende der Con angelangt. Es geht jetzt für uns wieder zurück. Ich habe hier eine kurze 5-Minuten Pause auf der Treppe hinter mir gemacht. Und ich zeige euch jetzt auch einmal die wunderschöne Vorderansicht. Wir hauen tatsächlich schon ab, weil Suda habe ich leider nicht gefunden. Aber wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, guckt es euch an. Da ist nämlich auch das Schild. Dann geht auf jeden Fall hier hin. Lohnt sich. Ich meine, Oberhausen hat jetzt auch nicht so viele Cons. Ja. Kommt auf die Comic- und Manga-Con. Ist sehr, sehr lustig und sehr coole Leute hier. Alle haben einfach Spaß. Und hier ist auch nicht so voll wie in Düsseldorf. Und das Wetter war sogar mega schön mit der Sonne. Wir gehen jetzt aber wieder zurück, weil wir einen Zug kriegen müssen. Manche würden sagen, es hätte sich nicht gelohnt. Aber ich fand die Zeit hier echt schön. Ich werde definitiv nochmal hingehen, nächstes Mal auch mit Begleitung. Aber heute war ich relativ spontan unterwegs, deswegen auch alleine. Und vielleicht sieht man sich ja wieder bald im Wald. Ciao.